riecht nach Traube. Mhm. Schmeckt auch nach Traube. Kann man nicht essen. Eins und zwei. Ah ja. Hi, minasan, konnichiwa. Lena desu. Kyou wa ryoushin to issho ni douga wo toritai to omoimasu. Kono douga wa gumi nitsuite desu. Yay! Anna ni shurui no gumi ga taka ga katte kuremashita node, sore wa ima kara minna de tabetai to omoimasu. Haribo ga Doitsu no gumi na node, ma hontou ni zenkoku deki ni Doitsu wa gumi de shirarete iru hodo yumei na gumi brando da yo ne. で、今日はそのハリボで生まれ育った私たち3人が日本のグミはどんな感じかを見てみたいと思います。やりましょう。 Der Taka hat uns 6 verschiedene Arten japanische Gummibärchen gekauft und die können wir jetzt gemeinsam probieren. Und das hier sind Takas Lieblingsgummibärchen. Was ist das?Das spielen wir jetzt gleich dann. Und dann sind das hier sind so Standard-Gummibärchen, die findet man irgendwie immer so im Convenience-Store und keine Ahnung. Bin ich gespannt. So, mit welchen möchtet ihr anfangen? Was interessiert euch am meisten? Ich will die Lemon haben. Die hier? Gut, dann fangen wir an mit Pure. Die gibt es auch in ganz vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe auch schon andere Geschmacksrichtungen probiert.Jeder nur ein Kreuz. Ihr dürft später auch mehr essen. Nein. Oh, aber die sind gut. Also wirklich, der erste Geschmack ist echt sauer. Ja. Sieht aber die danach, Schuhe aus. Danach kommt echt viel süß. Mir ist es zu sauer. Vater und Tochter. Den schmeckt.Da wird man wach. Ja. Also schmeckt nach Limone. Ja, also vom Geschmack finde ich nicht schlecht. Auch von der Konsistenz ist es halt nicht so wie Haribo Gummibärchen, sondern einfach viel weicher. Ja, gell? Ganz angenehm. Doch, das hat wirklich was. Das Pulver wegmachen. Nein! Das macht doch das Ganze hier auch. Was sagst du denn?Also erstmal, also ich und der Papa, wir geben dem gute Punkte und für die Mama ist es halt zu sauer. Ein bisschen zu sauer, ja. Gut. Dann können wir einfach mal mit einem weitermachen, das nicht sauer ist. Ja, oder? Dann wollen wir ja mal hier dieses, ja, genau. Also. Dieses Getränk hier aus. Sind die dazugekommen? Weil das ist ja wirklich sehr nice. Also offensichtlich macht wohl Meiji oder sowas unterschiedliche Gummibärchen. Okay. Und dann sagen die, das ist ein sehr weiches Gummibärchen, das ist ein sehr hartes Gummibärchen und das ist angeblich ein sehr hartes Gummibärchen. Ja. Ah, da bin ich es auch nicht hart. Und dann ist es hart. Es schaut aus wie Colaflaschen, nur blau. Na, aber man merkt schon, dass es härter ist als, als das Zutrostbon. Riechen schlimmer als sie schmecken. Ja, aber sind schon echt chemisch. Jetzt müssen wir wissen, wie Ramune schmeckt. Das stimmt. Das wäre hilfreich gewesen. Es schmeckt so ähnlich, aber das Gute am Getränk ist halt, da ist Sprudel. Also es ist halt so wie so eine Limonade quasi. Schmeckt mir also nicht. Ich stehe da sehr drauf auf Ramune. Ich trinke das gerne mal. Kommt so in einer Glasflasche, also wie hier das so drauf ist. Und das wird immer schlimmer. Ja, wir ignorieren die Mama jetzt. Es gibt jetzt noch so einen leichten, nicht minzigen, aber so einen kühlenden. Ja, irgendwie. Stimmt. Ich muss aber auch ehrlich sein, ich würde sie mir jetzt auch nicht kaufen. Die, die wir vorhin hatten, die würde ich mir wieder kaufen. Die finde ich gut. Die sind sehr, haben wirklich was, einfach was Leckeres und das mit dem Sauren und dem Süßen und der Limonade. Ja, sie schmecken nach Zitrone und ist gut. Gut, dann probieren wir jetzt mal etwas weniger Kontroverses. Das hier wieder, Meiji, hat wieder die Anzeige, wie weich oder hart ist. Ich finde das witzig. Sowas wird es in Deutschland nicht geben. Ach so. Oder umgekehrt. Riecht nach Trauben. Schmeckt auch nach Traube. Wobei ich finde schon interessant. Ich finde, das könnte auch Haribo sein. Haribo-Traubengeschmack. Keine Ahnung, was es gibt. Aber irgendwie so. Nee, gibt's gar nicht. Ganz standardmäßig. Wollte ich nämlich gerade sagen, das finde ich schon wieder interessant, dass es also sehr in Japan sehr viele... Schmeckt sehr nach Trauben, ja. In dem Fall zwei
vielleicht gibt es noch mehr. Mhm. Gummibärchen mit Trauben gibt. Traubengeschmack ist so der Standardgeschmack in Japan. Den gibt es in Deutschland quasi gar nicht. Gar nicht, ja. Erdbeere, Himbeere, Kirsche. Aber Trauben? Mhm. Nee. Apfel, Zitrone. Also in Japan ist wirklich viel Traube, Zitrone, dann so Orange oder sowas, mhm. aber halt auch sehr viel Cola und Ramune. Mhm. Weil in diesem Mix-Ding hier. Mhm. Ach, den machen wir jetzt gleich auf. Aber es ist nichts zu sehen. Ramune, das ist rote Traube und das ist Cola. Mhm. Ah, also das okay. sind so die. Also nochmal Ramune. Ja, nochmal Ramune mit einer anderen. Welchen Geschmack möchtest du denn, Mama? Was ist das? Traube. Ja. Da. Ich nehme mal Cola. Bitteschön. Dann machen wir mal Ramune. Weil Traube und Ramune hatten wir schon. Oh, das ist sauer. Und hart. Mhm. Bitteschön. Da kommen wir mal gar nicht durch. Mhm. Da muss man ja mehrmals draufkauen, bis man einmal durchgebissen hat. Aber der Cola-Geschmack erinnert mich genau an das, was es früher bei uns auch gab. Diese sauren Cola-Fläschchen. Mhm. Ja. Ja, das ist mir zu hart. Also, dass die härter sind. Also. Ja. Da müsste eine 10 draufstehen. Ja. Mhm. Nee, also da kann man schon ordentlich drauf beißen. Da kaut man lang drauf rum auf diesem Ding hier. Mhm. Mir ist das zu hart. Ja. Das ist zu viel Kauerei. Na, ich weiß nicht, wer saure Gummis mag, dem schmeckt das wahrscheinlich schon. Also, die sind außerdem nicht so sauer wie die hier. Ja, ich habe keinen Schock gekriegt, als ich das gegessen habe. Also, die Cola-Flaschen waren gut, weil, wie gesagt, die erinnern mich an die eigenen Cola-Flaschen, die es bei uns gab. Ja. Als Gummi. Ich muss auch sagen, der Ramune-Geschmack war nicht so stark Ramune-mäßig wie der hier jetzt. Vielleicht wegen dem sauren oder so. Keine Ahnung. Dann machen wir jetzt weiter. Nein, die Trauben. Echt? Die willst du als letztes? Die hatten wir schon im letzten Nein, Weihnachten. Nein, das waren dunkle Trauben. Genau, das waren dunkle Trauben. Aber es war genau die gleiche. Genau. Ja, das sind meine Lieblingsgummibärchen. Mhm. Yes. Okay, ja, also. Sagen wir mal die Tacker. Ja. Taff-Gummi, okay? Also das sind auch harte Gummibärchen. Okay. Allerdings muss ich sagen, als ich die das erste Mal gegessen habe, fand ich sie nicht gut. Und irgendwie gewöhnt man sich. Die haben sowas, was so ein bisschen süchtig macht. Ah, okay. Japaner Kaffee trinken, dachte ich wirklich, dass es... Auch diese Dinge haben wieder drei Geschmacksrichtungen, nämlich Cola, Energy Drink, Mama, finde ich. Oh nein! Und Soda. Soda, wirklich Soda. Soda, ja, Soda. Nee, ich glaube, du musst Cola machen. Nein. Und du magst Soda. Soda, es geht in die Richtung von Ramen wahrscheinlich. Deswegen. Was ist das jetzt? Gib mir mal Energy Drink. Ja, hier. Was ist das? Cola. Cola. Kann man nicht essen. Nimm das Ganze in den Mund. Nein. Auch wieder ein bisschen säuerlich. Ja. Aber nicht ganz so schlimm wie die Zitrone. Aber weil es mir auch ein Zucken zu hart, wenn man lang kauen und lang lutschen kann. Genau. Der Tacker ist die zum Autofahren. Mm. Damit das hält wach. Ja, das hält wach. Kann ich verstehen. Genau. Also von daher, die schmecken mir ähnlich, wie es auch Sachen bei uns schon gab. Ja. Nur her. Nee, ich bin auch nicht so der Gummibärchenesser, wie gesagt. Außer diese hier. Mhm. Wobei ich da auch enttäuscht bin. Merkst du? Du bist immer noch im Kauen. Schmeckt doch nicht. Doch, schmeckt genau wie das, was ich von früher kenne. Diese Gummibärchen hier, die waren früher größer. Nämlich so groß wie eine Traube. Mittlerweile nur noch so groß wie eine Blaubeere. Nein. Das ist schon eine Traubengröße, Lena. Also, japanische Trauben sind wesentlich größer. Ach so. Also das ist eine Standard-Traube aus dem Weinberg, sag ich mal. Und zwar für die Weinerzeugung, also nicht für das... Die finde ich interessant. Nicht für den Verzehr. Ich finde, das sind die Besten. Das sind auch die Besten. Mhm. Deswegen sagt es, das sind meine Lieblingsgummibärchen. Mhm. Also es ist so fast wirklich wie, als würde man eine Traube essen. Ja. Hat so ein bisschen eine Haut. Ja, und drinnen und dann ist hat es schön... so einen sehr weichen... Ja, finde ich gut, Dingens. Also das sind die Besten. Es hat 100% Frucht. Mhm. Ja, synthetisch. Was auch immer das heißt. Und Weichmacher ohne Ende.
Und die gibt es, wie gesagt, auch in mehreren Geschmacksrichtungen. Natürlich wegen der Form, weil das erste, was sie rausgebracht haben, eben Traube in grün und blau. Blau? Aber ich glaube, die roten Trauben haben mir besser geschmeckt. Ach so. Ja. Mhm. Und dann gibt es aber wirklich mittlerweile alle möglichen Geschmacksrichtungen. Also die gibt es als Mango und ich hatte sie auch schon als... Ja, Mango wäre was für mich. Orange. So, dann dürft ihr jetzt hier einmal, Mama, mach doch mal ein Ranking. Oh, das wird ganz schwer. Nein, eins Platz. Und zwei. Ah ja. Papa. Ja, also ich würde auch sagen, eins. Du musst so hinsteigen. Zwei. Mhm. Echt? Drei. Ja, bei denen, das ist schwierig. Drei, vier. Und die abgeschlagen. Ja, ja, kommen halt auf die letzten Plätze. Wobei ich jetzt ja auch nicht der Gummibärchenesser bin, also auch bei unseren nicht, also weder die einen oder die anderen. Wie gesagt, wenn die bei uns mal ab und zu rumstehen in der Firma, wenn jemand so eine Mischtüte mitbringt, dann nehme ich mir mal das eine oder andere raus. Einfach um es zu probieren. Also für mich sind das hier die besten. Das hier war wirklich die Überraschung von heute. Die finde ich echt lecker. Fand ich auch interessant. Also mir ein bisschen zu sauer, aber vom Geschmack waren sie gut. Genau. Ja, ist aber erst nur die ersten 10 Sekunden so sauer. Ja, dann genau. Dann wird es süß. Ab. Und deswegen finde ich es interessant. Ja. ということで、あの、日本のグミはドイツ人の口に合うかどうかはまだわからないです。なぜかというと、まあ普段はそんなにグミも食べてないし、ちょっとあの硬いことと、あとはあの酸っぱいことはちょっと難しいのママと、まあそんな感じになりました。ちなみに皆さんの一番好きなグミの種類は教えてください。コメントで。それではこの動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。バイバイ。